Freunde, herzlich willkommen bei Mr. T's Fitcast und heute habe ich jemanden am Start, der hat jetzt mit Sport nicht ganz so viel zu tun, beziehungsweise eher mit Gehirnsport. Dave, ich habe seinen Nachnamen immer so ein bisschen mit die Zunge zerbrochen, jetzt weiß Dave Breitsch, oder? Ganz einfach. Dave Breitsch, Dave Brüch. Wunderbar, Dave Brüch, jetzt haben wir es nochmal. Erst haben wir darüber gesprochen, aber der alte Mann hat schon wieder vergessen, was er gerade sagen wollte. So ist es jetzt geklärt. Kein Problem. Bezüglich meines Namens habe ich schon alles gehört und alles gesagt. Und das schon seit vielen Jahren. Das ist nicht so wesentlich. Ja, wesentlicher ist ja, dass du mich für das kennst, was ich mache. Und das ist der Gehirnsport oder das ist Gedankenarbeit, wie ich es gerne nenne. Ja, also das ist auf jeden Fall, das sind beides wichtige Disziplinen und das ist gut, dass wir uns da einfach hier auch austauschen auf deinem Podcast. Genau, das ist ja so, dass es ist ganz oft so, sieht man oft so, dass entweder das eine überwiegt, dass da ganz viel gemacht wird oder das andere überwiegt. Aber so, ich finde das Ganze so auf eine Homöostase zu bringen, dass es gleichwertig ist, das finde ich eine tolle Herausforderung. Und man sagt einfach, Menschen, die sehr oft viel geistig machen, die vergessen ganz oft in Bewegung zu investieren. Und die Leute, die ganz viel Bewegung machen, die vergessen ganz oft in den Geist zu investieren. Und da finde ich gut, wenn man da so ein gutes Gleichgewicht hinbringt. Und ich bin für den Sport ein Spezialist und du bist der Spezialist für Mindset. Erzähl mal, was du so alles drauf hast. Denn ich weiß, du hast Bücher geschrieben, du hast einen geilen Podcast, du machst ganz viel. Erzähl einfach mal. Ja, ich bin da sozusagen so reingerutscht irgendwann, ja. Also ohne, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich werde jetzt hier irgendwie mich um Persönlichkeitsentwicklung kümmern oder ich werde ein Mindset-Spezialist oder sowas. Ja, bei mir ist das immer so im Leben gewesen, dass die Sachen zu mir kamen und ich dann gemerkt habe, oh ja, das ist mein Ding. Und lustigerweise hat es bei mir so angefangen, dass ein Freund von mir, der Björn, der übrigens Fitnesstrainer ist, okay. Und Björn ist Fitnesstrainer und das war damals, da hat er so, war ja relativ frischer Trainer, hatte gerade seine Trainerlizenz gemacht und viele in dem Fitnessstudio, andere Trainer, haben sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. So, und ich war damals, vielleicht war ich da ungefähr 18, 19, 20, ja. Und er gab mir dann ein Buch und hat gesagt, das Buch, das darfst du aber nicht erzählen, dass du das liest. Das steht in dem Buch drin. Und das war von Raymond Hull, Alles ist erreichbar. So, kennen gar nicht so viele, aber schreib's dir auf. Raymond Hull. So, und ich habe das Buch gelesen und zu dem Zeitpunkt habe ich den Wert von solchen Büchern noch nicht erkannt. Wie viele auch, die jetzt irgendwelchen Büchern in die Hand fallen, die denken dann erstmal, ja, was soll das schon bringen? So ein Buch, ja. Es geht ja mit allen so, ja. Also ich habe mich da nicht ausgenommen. Ich habe gedacht, ja, tolles Buch und so weiter. Björn, wenn dir das hilft, ist es gut, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. So. Das war mein erster Schritt. Und dann habe ich angefangen, wirklich bewusst zu lesen. Weil vorher in der Schulzeit habe ich überhaupt gar nicht gerne gelesen, weil die Bücher, die ich dann in der Schule lesen musste, hier dieses Buch lesen, bis Seite 37, bis Montag und dann frage ich dich ab. So war das ja. Ja? Und so liest man ja kein Buch. Da hat man keine Lust, ein Buch zu lesen, hat man eine negative Assoziation. Das ist so, als wenn du auch beim Sport brauchst du ja auch, du brauchst ja auch intrinsische Motivation, wie du auch immer sagst. Du kannst ja nicht einfach nur mit der Peitsche gezwungen werden, irgendetwas zu machen. Dann machst du es, sobald die Peitsche nicht da ist, machst du es nicht mehr. So. Und auf einmal, während meines Zivildienstes, habe ich dann angefangen, bewusst zu lesen. Also auch gar nicht irgendwie jetzt Belletristik oder sowas, sondern soziologische Bücher, Biografien und so weiter. Und auf einmal, je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gewusst für mich, das muss ich lesen. Das ist der Scheiß, den ich lesen muss, das hätte ich gerne mal in der Schule gelesen. Biografien von den ganzen großen Namen, die wir kennen, ja, und von Persönlichkeitsentwicklung, das Thema überhaupt mal so zu durchschreiten, von Leuten zu hören, die halt Misserfolge hatten, die auch daraus wieder gewachsen sind. So, und das hat mir richtig Bock gebracht. Und da war ich an einem Punkt, wo ich dann erstmal gedacht habe, okay, ich lese diese Bücher. Und viele Leute, mit denen ich darüber rede, denken, ich wäre verrückt, dass ich solche Bücher lese. Ja, warum liest du denn so viele Bücher? Zum Beispiel die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris oder Anthony Robbins oder auch Dale Carnegie und so weiter. Da wurde mir gesagt, das ist irgendwie scheiße, ja, in meinem Umfeld zu dem Zeitpunkt. Weil ich habe gedacht, ich muss Leute finden, die auch diese Bücher lesen. Da muss ja welche geben da draußen.
Ja, und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, wir beide haben diese Bücher gelesen, haben wir den 5 Ideen YouTube-Kanal gegründet. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns 5 Ideen aus diesen Büchern und stellen die in Animationsfilmen dar. Und schauen mal, was passiert. Ja, und wir haben gedacht, das aller krasseste, was passieren könnte, wäre, dass wir jemals 10.000 Abonnenten bekommen, weil das war die Benchmark, mehr haben wir für nicht möglich gehalten. Und nach 6 Monaten hatten wir 10.000 Abonnenten. Wow. Und ich war dann einmal gezwungen, alle 2 Wochen haben wir ein Video veröffentlicht. Das heißt, ich war auch gezwungen, mindestens alle 2 Wochen ein Buch zu lesen und zu selektieren, also richtig durchzuarbeiten, jetzt nicht nur so hier abends beim Einschlafen mal kurz durchblättern. Ja? Und wenn du das dann regelmäßig machst, und zwar mittlerweile 4 Jahre, das ist dann wie regelmäßiges Training, was ich leider in der Form jetzt körperlich nicht so viel gemacht habe in der Zeit. Aber bei mir waren es halt die Bücher, deswegen schließt sich jetzt der Kreis ganz gut zum Anfang. Das ist lustig, weil dann einfach veränderst du dich zwangsläufig. Ja? Und dass ich eigene Bücher geschrieben habe letztes Jahr, das ist sozusagen aus Versehen nebenbei passiert, weil ich irgendwann mal diesen Input, den ich hatte, auch für mich persönlich verarbeiten musste und meine eigene Geschichte. Sehr also cool. Das ist die Kurzform dazu, ja. Ja, das ist immer wieder faszinierend. Du siehst ja auch, du hast dich irgendwo rein entwickelt. Und es passiert, also ich kenne ganz viele, die sind irgendwann mal irgendwo und irgendwann gab es mal einen Auslöser, so einen Punkt, wo sie sich mit irgendwas beschäftigt haben, aber nicht bewusst, sondern es gibt dann so einen Selbstläufer. Das bedeutet, ich bekomme dann auf einmal so ein Interesse daran, die vorher gar nicht da war. Mhm. Was war, von dir ist es weg, ich muss zu einem, ich will. Früher mussten wir Bücher lesen in der Schule, da hat kein Mensch Bock drauf. Warum? Weil dieses doofe Wort, du musst das machen. Aber wenn es wegfällt, dass wir das Muss weglassen und wir wollen, dann entsteht die intrinsische Motivation und auf einmal entwickelt sich irgendwas, was man vielleicht vorher nie gedacht hätte. Weil hättest du vielleicht noch mit 18 gedacht, dass du mal sowas machst, was du jetzt machst, mit so vielen Büchern lesen und Büchern zerlegen, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht. Nee. Ja, und es ist das Faszinierende, dass wenn aus einem Muss ein Will wird, dann machen wir Dinge, die waren früher undenkbar. Ja, es ist auch erst so, ich helfe auch gerne Leuten, genau auf diesen Weg zu kommen, weil ich denke, ganz viele Leute da draußen erzählen sich selber, dass sie eigentlich das nicht dürfen oder nicht können, ja, egal was. Bei mir waren immer alle fett, ich kann nicht dünn werden, ja, oder ich kann nicht fitter werden. Oder bei mir war nie jemand Unternehmer, ich kann kein Unternehmer sein. Ja, bei mir hat noch nie einer gelesen, ich kann nicht lesen. In meinem Haushalt haben die Leute auch nicht gelesen. Wir hatten 7 Fernseher und wenig Bücher, auch vor allem nur Kochbücher, wirklich. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Meine Eltern waren darüber nicht ganz so amused, als sie das gelesen haben. Aber ich habe gesagt, so war es, ja. Und ich meine, heute habe ich extrem viele Bücher, ja. Aber das heißt nicht, dass meine Kinder jetzt lesen müssen. Also ich will sie auf keinen Fall auch zwingen dazu, weil ich denke, das bringt überhaupt nichts. Weißt du, warum? Weil bitte? das Wort muss drin ist. Genau. So, also man kann nur mit gutem Beispiel vorangehen und diese Entscheidung, wie du eben auch gesagt hast, ja, wo man manchmal gar nicht weiß, dass man diese Weggabelung passiert ist. Es ist so, als manchmal sind so kleine Entscheidungen, als wenn du, ich sage immer Bier- oder Weinentscheidung, wenn du auf eine Party gehst, ja, dann sagst du am Anfang, okay, nehme ich jetzt einen Wein, dann nehme ich jetzt ein Bier oder was auch immer. Aber normalerweise schwenkst du da nicht die ganze Zeit hin und her. Und du denkst am Anfang gar nicht darüber nach. Ja, aber auf einmal kommst du mit anderen Menschen ins Gespräch, auf einmal gibt es andere Themen und auf einmal kommt daraus ein anderer Weg. Ja. Ja, und das war bei mir auch immer so, wenn man jetzt im Nachhinein überlegt, wie sich das Leben so zeichnet, ja, dann kommt es einem vor, als wäre es ein Schicksal, schicksalshafter Weg. Ja, du kommst an einen Ort, triffst jemanden, der etwas Bestimmtes macht, der interessiert dich so oder gibt dir so viel Inspiration, dass du auf einmal auch diese Tätigkeit in die Richtung einschlägst. So ist es oft, ja, und so ist das Leben und wir alle verkaufen uns selbst manchmal unter Wert, weil uns das auch so, so limitiert in den Kopf geprügelt wurde. Und du kennst ja so ein bisschen meine Geschichte. Also im Grunde genommen eignet sich meine Geschichte dafür, gut exemplarisch zu zeigen, dass man halt auch wirklich viel erreichen kann, ja. Und ich werde auch meine körperliche Fitness so weit voranschreiten, dass auch im nächsten Jahr kein Mensch mehr glauben kann, dass ich jemals das Problem hatte, nicht fit zu sein. Weißt du, das ist das nächste Ding. Hast du
da jemanden kennengelernt, der dich auf die Idee gebracht hat? Irgendwie so ja. rein? Ja, ich war letztens, hatte ich jemanden bei mir im Podcast. Ah, okay, erzähl mal, wer war denn das? Der Andreas Trienbacher und Mr. T. Ja, und das war wirklich nochmal so ein richtiger Schuss, Warnschuss oder sowas, oder weiß ich auch nicht, Weckruf, dass wir auch jetzt das zweite Interview, was wir jetzt hier, unser gegenseitiges, dass wir das jetzt quasi verschoben haben deswegen auch, ja. Und ja, es ist manchmal, es ist so, es kommen so viele Sachen zusammen und ich arbeite auch am besten, wenn ich sozusagen auch so eine Art Challenge habe, ja. Mhm. So, ich brauche immer eine persönliche Challenge. Früher habe ich auch geraucht. Oh, okay. Ich habe auf einmal aufgehört zu rauchen. Das ist echt eine witzige Geschichte gewesen. Ich war bei Dr. Stefan Friedrich. Ich war nicht da wegen Rauchen, sondern ich war da, um mit ihm zu reden. Wir haben 3 Stunden ausführliches Gespräch geführt. Und vorher noch im Innenhof bei Gedankentanken in Köln habe ich noch eine geraucht. Meine Assistentin war dabei. Ich habe noch schnell eine geraucht, so wie das halt so ist als Raucher. Ja? Dann kommt man total stinkend da oben rein ins Büro, sitzt dann da 3 Stunden, unterhält sich über alles Mögliche. Der Stefan hat auch mal erwähnt, dass er auch ganz viel geraucht hat. Ja? Und ich bin da rausgegangen, ins Auto gestiegen, meine Kollegin abgesetzt, wollte zur Tankstelle tanken und Zigaretten kaufen. Aber ich habe nur getankt und habe danach nie wieder Zigaretten gekauft und geraucht. Ich habe noch 3 Zigaretten in der Schachtel, die habe ich einfach nur so im Schubfach liegen. Als Zeichen, die werde ich nicht anrühren. Es war einfach von einem auf den anderen Tag. Und ich glaube, wenn man das wirklich will, und das ist nochmal das, wie du es gerade gesagt hast, das Wollen statt Müssen. Und ich wusste vorher, dass es nicht gesund ist und dass es stinkt und dass es Geld kostet und dass es einfach nur bescheuert ist. Aber auf einmal nach diesem Gespräch war es, als wäre es aus meinem Kopf rausoperiert worden. So. Und das glauben mir die Leute auch am Anfang nicht. Ja, und dann nach Jahren denken die dann, ja gut, und ich war nie der wehleidige Raucher, der gesagt hat, oh, ich will ja geraucht und dabei, oh, ich will ja eigentlich nicht rauchen. Nein, ich habe immer gesagt, ich rauche gerne, ich bin professioneller Raucher, habe ich immer gesagt. Ja. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und das ist so ein, wenn du dann das einmal durchlebt hast, geschafft hast und diesen Orden dir quasi anheftest, dann sagst du, ja gut, beim nächsten Mal wird es auch gehen. Ja, ich kriege das schon hin. Willenskraft. Ich dusche auch kalt, jeden Tag, seit dem Entscheidung-Erfolg-Seminar. Mhm, cool. Jeden Tag. Ich dusche überhaupt gar nicht mehr warm. Manchmal gehe ich so in die Wanne, wenn es lauwarm ist. Und mittlerweile bin ich richtig süchtig. Ja. Also es ist wirklich, ich komme aus der kalten Wanne, ich wasche mich mit kaltem Wasser, ich mache überhaupt gar kein warmes Wasser mehr an. Wenn manchmal Leute fragen, warum machst du das, dann sage ich, ja, ich will ein bisschen warm Wasser sparen. Aber für mich ist das so, immer wieder der Test, kommst du aus der Komfortzone raus? Ja, geil. Kick it. Also einfach mal wirklich, es ist ja... Weißt du, was dahinter steckt? Nee. Immer morgens kalt duschen geht. Ich gehe auch immer kalt duschen. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Weil die Zuschauer, ihr könnt mal gerne nach Dr. Wim Hof, Wim Hof Methode googeln. Das ist ein Holländer, der ist so krass unterwegs, der macht einen Marathon in der Badehose in der Antarktis. Und mit einem Mützchen auf. Ja, da stellt sich in so einen Glaskübel rein, Plexiglaskübel, bis hier oben voll mit Eis, ist also komplett verdrahtet über einen Arzt und dann gucken, was er macht. Und er schafft es, dass er im Eiskübel 1 Stunde steht und seine Körpertemperatur sinkt am Anfang und später steigt sie an. Er hat seinen Körper so trainiert, dass er die Temperatur anschalten kann. Das ist so krass. Und wenn du mal da reinguckst, was eigentlich dahinter steht, hinter dieser Kälte, weil dann unser Körper entwickelt danach, wenn wir kalt duschen, sozusagen ein Überlebenshormon-Cocktail. Du musst mir das nochmal schicken, den Namen. Also das Lebenscocktail, so ein Hormon-Cocktail, wo der Körper sagt, ich bin resistent, ich produziere jetzt ganz viele und die tun dir gut. Und wenn man das macht, haben wir erstmal diesen Hormon-Cocktail, der einen pusht. Und zweitens haben wir morgens unseren inneren Schweinehund schon mal richtig eine reingehauen. Weil die Herausforderung, morgens eiskalt zu tuschen, das ist schon... Also ich würde es bezeichnen, das ist schon ein großer Schritt zu tun. Weil ich stehe jeden Morgen davor, auch nach Jahren noch, und gucke die Dusche an und denke, ja, okay, das eiskalte Wasser. Okay, jetzt bist du Mann, bist du Mann oder bist du kein Mann? Steh rein oder fang an zu pinsen. Dann stehst du rein, machst du, dann sagst du, yes, ich habe es geschafft.
Also die ersten Male, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Wasser nicht nur volle Kanne kalt gemacht, sondern ich habe so kalt gemacht, dass es schon sehr kalt war. Aber mittlerweile, also nach ungefähr 3 Mal, habe ich immer nur kalt aufgedreht. Yes. Und wenn man sich dann halt auch nicht nur mal kurz, wie bei der Sauna, wo man ja dann einmal ganz kurz und dann Kaltwasserstrahl läuft, so eine Sekunde, sondern richtig auch sich die Haare wäscht und so weiter. Das heißt, man steht da ein Weilchen, dann ist man richtig next level für mich. Ja? Also ich erzähle ja sonst fast niemandem darüber, aber weil ich das mache es ja auch für mich. Ja? Ich mache das ja nicht für irgendwen anders, weil ich mir einfach denke, das gibt mir ein anderes Körpergefühl und auch so das, ich beweist einem täglich, was man erreichen kann. Direkt also, als geilen Start einfach. Ja? Ich sag immer, das ist die Macht über mich selber. Ich habe die ich selber, weil es ist eine Herausforderung. Also wer es noch nicht gemacht hat, steht mal morgens und zwar unmittelbar nach dem Bett mache ich das oftmals. Das heißt, ich habe noch Bettwärme. Und dann stehst du unter diese scheißkalte Dusche. Dann sagst du, ey, wenn du das kannst, wenn du diese, ich sag's klar, diese Eier in der Hose hast, da drunter zu stehen, was will denn da noch passieren? Was soll denn da noch passieren, wenn du diesen Mut hast? Und das tatsächlich also jeden Morgen, wenn ich drunter stehe, ich gehe heraus, dusche, denke ich, yes! Wieder geschafft und wieder ganz entspannt. Dein Körper überlebt es, du überlebst es, du fällst dir tot um. Wenn du mit Leuten darüber redest, die sagen, ich kriege einen Herzinfarkt. Also du kriegst keinen Herzinfarkt. Du musst halt anfangen, nach Kneipp duschen, rechte Seite im Kreis rumgehen, 5-mal am Bein, linke Seite im Kreis rumgehen, 5-mal am Bein am Arm und dann gehst du langsam über den Rücken, über den Kopf, wenn du es nicht gewöhnt bist. Ich habe manchmal morgen so viel Zeitdruck, dass ich weiß, okay, ich müsste es jetzt eigentlich machen. Ah, nee, alles kommt, du überlebst es. Und einfach zack, drunter. Ich meine, da hast du erstmal so eine Schrecksekunde, aber selbst danach, nach 2-3 Sekunden, denkst du, ey, alles easy. Da kann gar nichts passieren, das ist easy. Und das ist wirklich ein tolles Erfolgserlebnis. Gleich morgen kann ich jedem nur empfehlen, wer es noch nicht macht, es ist mega. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wir wohnen im Hochhaus. Und wenn im Hochhaus alle warm duschen, dann kriegst du aus deinem Wasserhahn kein eiskaltes Wasser mehr. Und weißt du, was dann passiert? Dann bist du sauer. Dann bist du stinkig. Wasser wird gar nicht kalt genug. Wenn du jetzt einen normalen Mensch erklärst, sagst du, hast ja meine Tasse im Schrank. Dann sage ich, nee, dieses, das kommt tatsächlich. Das passiert tatsächlich. Hm. Ja. Ja. Also ich bin auch letzte Woche war ich an der Ostsee. Und die Ostsee ist ja nicht jetzt unbedingt fürs warme Wasser bekannt. Ja, und dann habe ich aber gedacht, also ich gehe jetzt definitiv rein, ja, ganz klar. Alle anderen mit Neoprenanzügen. Okay. Also schon so auch, also die Kinder sowieso, ja. Muss ein bisschen Strom nachstecken, so jetzt. Achso, ja. Und ja, aber auch einfach rein und gedacht, alles klar, da muss man einfach mal durch. Und wenn du dann erstmal drin bist, gerade im Gewässer, auch ja, wenn es kalt ist, dann kannst du ja auch echt noch lange drin bleiben. Dann kannst du auch ein bisschen schwimmen und dann freut sich der Körper auch mal so richtig auszukühlen. Ne? Das habe ich auch mal in Norwegen im Fluss gemacht, weil da ist das Wasser ja auch noch so mega lecker. Ja? Wenn du in Norwegen, da willst du ja die ganze Zeit nur das Wasser trinken aus diesen Flüssen, weil das da so ein frisches Wasser habe ich noch nie getrunken irgendwie. Ja, aber das ist eine Kleinigkeit, ja, aber im Grunde genommen besteht der ganze Tag ja immer aus ganz vielen Kleinigkeiten, ja, die du halt machen musst. Und wenn du dann halt sowas etablierst, ja, genauso wie den Frühsport oder halt Laufen oder auch vielleicht erstmal mit einem Spaziergang oder wir haben ja auch viel über Achtsamkeit gesprochen letztens und da ist mir auch wieder bewusst geworden, ich bin dann laufen hier am Neckar, ja, und laufst du durch den, da ist so ein Wald am Neckar und so weiter und beim Joggen denke ich dann auf einmal so, Mensch, wieso laufe ich hier eigentlich nicht mal einfach so lang? Ja, also ich laufe dann nur da lang, wenn ich jogge und nicht einfach mal so, um wirklich mal bewusst einzuatmen, die Natur zu spüren irgendwie. Ja, das macht einen glücklich, ja, und ohne, dass man einen Hund hat, mit dem man spazieren gehen muss, ohne, dass man mit den Kindern spazieren geht, weil dann bist du immer abgelenkt. Und wenn du jetzt joggst, bist du ja auch trotzdem ganz anders konzentriert auf die Natur, als wenn du jetzt einfach mal so durchläufst, ne? So, und das sind alles so Sachen, wo man sich dann auf einmal, wo ich auch mal auf die Idee komme. Weil ich natürlich die ganze Zeit sonst immer einen Fokus hatte, nur auf Business, ja, noch mehr, noch Dollar, ja, 110%. Schneller, höher, weiter. Ja, also ich habe ja jetzt nie einen Burnout gehabt oder sowas, aber ich bin da so, ich freue mich, dass ich auch präventiv erkenne, bevor ich gegen die Wand renne. Ja. Hast du
ganz wichtiges Stichwort, Dave. Es geht nicht darum, weil die meisten Menschen warten darauf, nicht warten, nicht bewusst, unterbewusst, weil sie viele Dinge machen, die eben einfach nicht förderlich sind. Es ist ja gut, dass wir alle im Business weiterkommen wollen. Es ist ja gut, dass wir uns weiterentwickeln. Aber zwischenzeitlich gibt es eine ganz starke Gruppe von Menschen, die sind so auf dem Selbstoptimierungstrieb, dass die vergessen, in die anderen Bereiche auch noch ein Stückchen rein zu investieren. Das geht ja nicht darum, dass wir warten, bis wir einen Vogel kriegen, sondern eben im Vorfeld schon präventive Maßnahmen ergreifen, dass gar nicht so weit kommt. Weil es ist ja nicht so, dass der Burnout rumrennt mit dem Schild und sagt, hallo, hier bin ich, ich komme demnächst. Sondern es ist ja so ein schleichender Prozess, weil man so Routinen draus macht. Ganz klar, ich kann 80 Stunden in der Woche arbeiten. Natürlich, ich schaffe nur für, ich kann 5 Stunden schlafen. Ich kann morgens um 4 Uhr aufstehen, weil jemand in einem Buch geschrieben hat, du sollst morgens um 4 Uhr aufstehen oder um 5 Uhr Club. Das kannst du ja alles, aber irgendwann vergisst man mal, hey, bleib mal auf dem Boden. Bleib mal auf dem Boden, das ist ja alles gut, aber so ein bisschen Investment in sich selber, wenn es auch nur 2x10 Minuten Tag sind, Meditation, Ruhe, schöne Musik hören, frühzeitig ins Bett gehen, das ist ja nicht so, dass deswegen der ganze Business zusammenbricht. Das ist ja nur eine Kleinigkeit, wo ich investiere. Und wenn du zum Beispiel laufen gehst am Neckar, wenn du joggen gehst, dann bist du auch natürlich im Sportfun. Aber da hat dein Gehirn auch nicht die Ruhe. Und wenn du mal schön in Ruhe laufen gehst, da kannst du dir Gedanken schweifen lassen und vor allem, du hörst auf einmal Geräusche, die du beim Laufen gar nicht hörst. Weil du das Laufgeräusch hast, weil du das Wind an den Ohren vorbei hast. Dann läufst du ganz langsam, ganz bewusst, atmest ganz bewusst. In dem Moment auf einmal gehen deine ganzen Sinnesorgane auf. Die Augen werden größer, du nimmst mehr auf, das Ohr wird sensibler, die Nase wird sensibler, die Haut fühlt sich anders an, weil du in dem Moment auch mal komplett im Hier und Jetzt bist. Ja. Ich stelle mir auch gerade vor, wie jemand gerade diesen Podcast hört quasi und jetzt auf die Lust bekommt, einfach mal loszugehen. Ja? Das kommt uns manchmal so ein bisschen affig vor, ja? Oder wir denken, wir können diese Zeit nicht dafür verschwenden. Also so geht es mir, ja? Dass wir Angst haben, uns mal hinzulegen und eine halbe Stunde in den Himmel zu schauen. So wie Kinder. Mhm. Und wir denken dann, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss jetzt noch ein Hörbuch hören oder ich muss jetzt noch ein Buch lesen oder ich muss dabei noch sozusagen hier so Aerobic machen oder sowas. Ja, es ist manchmal, sind wir ein bisschen bekloppt auch. Ja, also man muss natürlich alles im Maße behalten. Das, was du hast. Kennst du Christian Zippel? Sagt der Christian Zippel was? Nee. Dr. Christian Zippel, der ist Doktor für Philosophie, der hat schon einige Bücher geschrieben, ich glaube an die 20 Bücher geschrieben. Mhm. Also von ihm liest sein erstes Buch, der Wille zur Kraft, dann denkst du, der müsste zwischen 60 und 70 Jahre alt sein. Ich hatte dann mit ihm telefoniert, irgendwann, er hat mich angerufen, weil er mich im YouTube gefunden hat, weil er meinen Lebenslauf gut fand. Und dann höre ich die Stimme und denke, scheiße, irgendwie die Stimme und sein Buch, das passt gar nicht zusammen. Das erste ist zum Fall, jetzt, Christian, wie alt bist du eigentlich? Das sagt zum 8. Das sagt, was? 28? Das kann nicht sein, du kannst niemals 28 sein. Das passt überhaupt nicht. Ja, das sagen viele, der hat auch, bei ihm ist ein Sport am Tag, mindestens ein Buch zu lesen, sozusagen. Das ist so sein Sport. Und der hat zu mir, weißt du, was er zu mir gesagt hat? Das fand ich sehr geil, deswegen, das habe ich immer im Kopf. Andreas, das Einzige, was dir fehlt, ist ab und zu einfach mal stinkefaul auf dem Sofa liegen. Einfach mal, ohne irgendwie was zu denken, was zu tun, auf dem Sofa zu liegen. Also andere Menschen, denen würde er es niemals sagen. Denen würde er genau das Gegenteil sagen. Aber er hat zu mir gesagt, Andreas, du musst einfach mal stinkefaul auf dem Sofa liegen, gar nichts tun. Gegen die Wand klotzen und sonst nichts machen. Das ist mein Tipp für dich. Und er hatte so recht gehabt, weil ich da auch extrem Selbstoptimierungstrieb drin war. Weißt du, wenn du von allen Kanälen du musst das Buch lesen, du musst den Podcast hören, du musst das machen, du musst meditieren. Dann hast du immer die Birne so voll und denkst, um Himmels Willen, wenn ich das jetzt alles jetzt mache, dann werde ich nicht erfolgreich. Das ist eigentlich Bullshit, das ist ja Quatsch. Du kannst ja eben nur gewisse Dinge machen, gewissen Zeitrahmen. Du musst halt auch fixieren, fokussieren, was ist wichtig für dich. Und nicht 25 Sachen auf einmal machen, weil das nützt ja nichts. So, und das ist bei mir ganz arg hängen geblieben. Einfach mal jeden Tag 10, 15 oder 20 Minuten nichts tun. Gar nichts. Das hier ist auch eine Art von Meditation. Faulenzen, nichts tun, ist auch eine Art von Meditation. Ja, was ich auch noch gut fand, was du letztens gesagt hast, du musst nicht nach Indien gehen, um atmen zu lernen, hast du gesagt. Ja. Finde ich gut, dass du das auch nochmal so in der Klarheit gesagt hast. Es ist nicht so, im Grunde genommen steckt das alles in uns. Wir müssen jetzt nicht ins Kloster, nach Tibet, ja,
Also nichts gegen Tibet, aber wir können einfach auch so Ruhe haben, ja, und es steckt einfach in uns. Ich meine, atmen, das machen wir sowieso die ganze Zeit, aber wann machen wir es mal bewusst? Ja, und das Bewusstsein zu haben, das ist auf einmal ist es einfach ganz klar und es ist auch erleuchtend, ja, und manchmal sind wir zu radikal, ja, es gibt die einen, die halt nur auf dem Sofa sitzen und die sagen, ach, ich habe ja gar keine Zeit, irgendwas zu machen, ne, und es gibt dann die anderen, die halt ganze Zeit was machen und sagen, ich habe gar keine Zeit, auf dem Sofa zu sitzen, ja, ja. Und was du da wieder hörst, da hörst du wie bei ganz vielen Sachen immer diese goldene Mitte, was man sagt, diese goldene Mitte zu finden. Das ist das Sensationelle und das ist das auch immer die Herausforderung für jeden, ob er jetzt zu den extrem Faulen gehört oder zu den extrem Fleißigen, ist immer diesen Weg zu finden, die goldene Mitte, Entspannung, Anspannung, diese ja. zwischen den beiden hinzukriegen. Und wenn man nicht aufpasst, und auch jetzt kommt auch der Drehrichtung, welche Leute suche ich mir raus, wenn du nicht aufpasst, dann kannst du auch, wenn du dich in den Businessbereich, kannst du dich auch verbrennen. Wenn du da nur Heizer hast, die ganze Zeit heizen und dich anheizen und dich zum Rennen bringen, aber du das Bremspedal nicht mehr findest, dann kann das dich genauso beschissen auswirken, wenn du auf der anderen Seite landest und du nur Bremse hast von morgens bis abends. Ja. Auch das, goldene Mitte suchen, das ist für mich auch selbst, für mich immer die Herausforderung. Ja, ist gut, ich weiß, ich muss das, ich sollte das und das noch machen, aber die Dosierung macht das Gift. Paracelsus hat es gesagt, Dosierung macht das Gift, ob das beim Essen ist, beim Trinken ist oder auch beim Konsumieren von Videos, beim Konsumieren von Büchern und von Podcasts, weiß ich was alles. Goldene Mitte. Ja, Amen, kann man nur sagen. Das ist es. Bringt es aber nochmal auf den Punkt. Wir müssen uns da, oder wir müssen uns jemanden reinholen, der sozusagen uns ergänzt in die Richtung. Ne? Es ist ja auch so, ich habe ja dieses Umsetzungstypenmodell aus meinem Buch Fang an. Das ist ja auch so. Es gibt ja die einen, die zum Beispiel Perfektionisten sind, aber die nie in die Handlung kommen. Die planen und planen und planen und planen und kommen nicht voran. Ja. Dann gibt es die anderen, die Aktionisten, also der Maulwurf, der legt sofort los, auch ohne Plan. Ja? Und manchmal ist es halt gut, wenn sich so ein Maulwurf und so eine Seegurke, wie sie in meinem Modell heißen, zusammentun. Ja. Ja, und die meisten erfolgreichen Unternehmen, da gibt es dann an der Spitze nicht zwei CEOs, die gleich sind, sondern die halt wirklich sich ergänzen, also unterschiedlich sind. Ja. Das finde ich auch immer wieder geil zu sehen. Und meistens haben die sich gefunden, weil sie in dem Moment noch dachten, sie wären gleich. Ja. Aber auf einmal, langfristig funktioniert es halt nur dann. Und ja, es ist so ein Yin-Yang, ne? Du gerade sagst, ich bin ja seit einem halben Jahr habe ich in meiner alten Firma noch mit jemand reingenommen, der ist, da könnte mein Sohn sein, der ist 30, 32 Jahre jünger wie ich und das war auch sehr gut, weil der ist komplett das Gegenteil von mir und das ist super, das ist sehr, sehr geil, weil ich bin ein sehr emotionaler, intuitiver Mensch, ich mache alles auf den Bauch raus, ich lege los, bin Aktionist. Und er ist ein sehr durchdachter Mensch. Also ich kann ihn hier mal grüßen. Der schneidet auch die Podcasts und der lädt sie hoch, weil der für die Technik zuständig ist. Das ist der liebe Cedric Durin. Der macht auch die Filme. Ich glaube, du hast ihn schon gesehen. Der junge Mann, der Kleinere, der immer bei mir ist. Und da finde ich sensationell, weil er so eine analytische Art hat und so eine sehr durchdachte, strukturierte Art im Kopf hat, die ich nicht habe. Und ich habe irgendwann auch mal gedacht, weißt du was, du müsstest auch so werden, haben wir festgestellt, warum soll ich in was rein investieren, wo ich seit 40 Jahren gar nicht bin. Das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe meine Begabungen, in die Begabung kann ich ausbauen, da kann ich rein investieren. Aber im anderen Bereich suchst du dir tatsächlich jemand, der das kann, fusionierst mit ihm, und dann hast du zwei super Parts beieinander. Perfekt, ja. Also dem Cedric dann auf jeden Fall, Cedric, wenn du das jetzt hier hörst, Fang an, heißt mein Buch, da sind die Umsetzungstypen drin, auch. Also das würde ich euch dann nochmal zur Verfügung stellen. Schicke ich euch mal nach Karlsruhe dann. Unbedingt. Und du schickst mir dann zu den Shownotes, schickst du mir das, was du brauchst, das Wichtigste zu, dass ich es unten reinhänge. Weil wir haben jetzt ganz viel gequatscht, aber eigentlich wollte ich ja wissen, was ist deine Empfehlung von deinen Büchern? Was sollen die Leute als erstes lesen? Was bringt am meisten? Also von den Büchern, die ich gelesen habe oder die ich geschrieben habe? Beides bitte. Fang mal an mit deinen Büchern, was du geschrieben hast. Also zum einen, mein erstes Buch heißt Kopf schlägt Potenzial. Ja. Und das ist im Grunde genommen auch das, worüber wir gesprochen haben. Wir denken manchmal, das ist der Deckel. Ja. Wir können nicht höher. Ja. Und erst wenn wir das durchbrechen, und das schaffen wir durch unsere Glaubenssätze, ja, das ist das, was wir im Kopf
aufbrechen müssen. Wir sind nicht alle Verwaltungsangestellte, nur weil unsere Eltern Verwaltungsangestellten waren. Ja, oder auch genauso auf die Fitness. Das kannst du auf jeden Bereich übertragen. Ja, die Leute haben manchmal auch Angst, sich ein größeres Auto zu kaufen, weil die Eltern nie ein größeres Auto hatten. Ja, wenn das das Thema ist. Oder weiß auch nicht, die haben, trauen sich nicht, irgendwie eine Arbeit zu haben, die nicht körperlich ist, weil alle ihre Verwandten immer gesagt haben, wenn du nicht schwitzt, ist es keine Arbeit, so ungefähr. Ja, also das sind ja alles solche Sachen, die da drin sind. Und dann habe ich 11 Geschichten aus meinem Leben gesammelt in diesem Buch. Das ist jetzt kein Ratgeber für dich, sondern es ist meine Geschichte und jeder kann da rausnehmen, was er will. Okay. So. Und sehr authentische Geschichte, und das war mein erstes Buch. Dann habe ich 5 Monate später schon mein zweites Buch veröffentlicht, weil die das erste Buch gelesen haben, haben dann gesagt, du bist Dave the Maker. Und das wurde mir gesagt, dass ich so, ja, weil ich so viele Projekte umsetze, auch erfolgreich. Ja. Und gesagt, wie gehst du da vor? Und dann habe ich das Buch Fang an geschrieben. Und zwar auch auf der Grundlage, ich habe mich viel mit Ideen beschäftigt, mit auf 5 Ideen, die ganzen Bücher und so weiter. Und ich habe festgestellt, eine Idee ist nichts wert, wenn du nichts draus machst. So, und das ist das Problem, dass halt ganz viele nicht in die Umsetzung kommen, Angst haben vor der Umsetzung, sofort, dass die erste Flamme erlischt, dass sie nicht die Leidenschaft übertragen können auf ihr Team, dass sie nicht einfach ihre Träume verwirklichen. Sie reden vielleicht viel über ihre Träume und auf einmal 8 Jahre später, 10 Jahre später ist nichts passiert. Und das finde ich halt schade. Und dafür ist das Buch halt nochmal eine sehr gute Anleitung. Ja. Auch wiederum, ich sage nicht, du musst es so machen, sondern ich sage, so mache ich es. Und dann kann jeder nach seiner Persönlichkeit, auch anhand meines Persönlichkeits, also diesem Umsetzungstypen-Modell, feststellen, wie er da weiter vorankommt. Manchmal hilft es einem ja, wenn man diese witzigen Bilder dann dazu sieht. Gurke, Seegurke, Maulwurf, Hahn, Spinne, Imker oder Stein. Und dann sagt man, okay, das bin ich, da will ich hin. Und auf einmal haben wir einen anderen Zugang dazu. Weil Bilder, wir sind ja alle Kinder. Ja, und Kinder lieben, oder Gehirn liebt Geschichten und Bilder. Und es geht ja nicht darum, jetzt das wissenschaftlichste Buch zu schreiben, sondern mein Ziel ist es, dass die Leute auch in die Umsetzung kommen. Also die Didaktik muss dazu helfen, dass die Leute sagen, alles klar, ich will jetzt auch was machen. Ne? Und das ist der Grund, weshalb ich das auch geschrieben habe. So, okay. Das sind meine beiden Bücher. Okay. Was ich noch empfehlen kann an weiteren Büchern, wenn du möchtest, ja, unbedingt, will ich jetzt deinem Publikum zwei Dinge ans Herz legen. Das erste ist von Jack Nasher, das Buch Überzeugt. Okay. Da geht es um Kompetenz. Ja. Und da geht es einfach darum, dass wir uns unserer Kompetenz bewusst werden, dass wir auch unsere Stärke zeigen dürfen, dass wir nicht zu bescheiden die ganze Zeit nur sind. Auch sehr, mit sehr guten Beispielen dargestellt, was auch wiederum manchmal so eine Limitierung ist, was vor allem Frauen, glaube ich, noch stärker haben als Männer, dass Frauen halt die ganze Zeit eingeredet bekommen haben, sie können das alles nicht, mhm, ne? Und das dann auch selber glauben irgendwann. Ja? Also das ist nochmal Ergänzung dazu. Und zum Thema Produktivität würde ich noch eine Empfehlung, und zwar das Buch Golden Rules von Dr. Martin Krengel. Golden Rules, okay. Die goldenen Regeln, ja. Und der ist nämlich auch ein Chaot, totaler Durcheinanderhüpf in allen Gassen, oder wie man da auch sagt, ja. Also, man würde ADHS sagen wahrscheinlich heute. Und er hat dann irgendwann gesagt, nee, ich muss mich disziplinieren, hinkriegen, dass ich diese ganze Energie, die ich habe, kanalisiere. Und das hat mir auch sehr geholfen. Deshalb empfehle ich das gerne, und viele kennen das Buch noch nicht. Ja, ja. Ja, also, also ich habe jetzt für meine Bibliothek die nächsten 4 Bücher. Ich glaube, ich muss noch 2 Leben weiterleben, um alle lesen zu können. Weil bei mir ist auch so, vielleicht auch noch dazu, ich habe erst angefangen zu lesen. Das war richtig, ich habe ein Buch. Ich habe von meinem 16. bis zu meinem 45., 60. Lebensjahr ein Buch gelesen, nur eins. Ich habe Fachbücher gelesen zum Thema Sport, zum Thema Kraft. Das habe ich alles gemacht. Musste ich auch machen, weil ich in der Schule, weil ich meine Kurse gemacht habe. Ich habe 20 Trainerscheine, muss ich also für machen. Das war ja so ein Muss. Aber so ein Buch freiwillig gelesen habe ich nur eins bis zu meinem 5. Lebensjahr. Und zwar, das war
Tom Sawyer und Huckleberry Finn, das habe ich bekommen als bester Schüler in der Klasse, als Abschluss. Das habe ich gelesen. Das habe ich nie ein Buch gelesen. Und dann habe ich den Christian Zippel kennengelernt. So über diese ganze Thematik, in der frisst ja Bücher, keine Ahnung, wie viele Bücher schon gelesen hat, wie viele tausende Bücher schon gelesen hat. Und der hat gesagt, lies doch mal. Und ich weiß noch, die ersten paar Bücher, ich bin vor diesen Büchern gesagt, was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Ich habe die Dinge angeguckt und gesagt, warum tust du sowas? Was soll das bringen? Du liest Buchstaben, irgendwelche Geschichten, was hilft dir das im Leben weiter? Aber irgendwann hat sich dann fast schon eine Sucht entwickelt. Eine Sucht zu lesen, weil du natürlich auch für dich ganz viele Sachen entdeckst, die du vorher vielleicht gewusst hast, vielleicht aber drüber nach, aber nie so ins Tun gekommen. Auf einmal öffnet sich für dich auf einmal eine Welt und du sagst, wow, was gibt es denn da noch alles? Und vor allem, weil du einmal auch, wenn du Bücher liest, finde ich, du bist ja ein Gedanken von anderen Menschen, wie die denken zum Teil. Und weil du, jeder Mensch befindet sich ja nur in seinem Universum. Und mein Universum sind meine Regeln von meinen Erfahrungen, was ich gemacht habe als Kind, meinen Eltern, von meinem Umfeld. Auf einmal kommst du in ein Universum rein und denkst, oh, denn sein Universum ist aber auch ganz schön interessant. Wow, so kann man das aber auch sehen. Aha. Und das ist dann interessant, wenn auf einmal dein Universum, also meins, dann aufgegangen ist. Und ich habe gedacht, scheiße, wie viele Möglichkeiten gibt es? Die hast du ja so gar nicht richtig wahrgenommen. Warum? Weil du damit dann beschäftigt hast. Weil du nur in deinem Universum die Regeln kanntest und alles so natürlich auch sortiert hast, dass in dein Universum reinpasst. Und auf einmal bist du konfrontiert, neues Universum, neue Gedankensätze, neue Glaubenssätze, neue Mindset, denkst, scheiße, jetzt habe ich ganz viel verpasst im Leben. So ging mir das mit 46. Du denkst ja auch immer, man weiß ja gar nicht, wie andere Menschen denken. Also, ja, wir denken immer, alle denken so wie wir, weil wir immer von uns auf andere schließen. Das ist das, was du auch meinst mit dem Universum. Und auf einmal liest man so ein Buch und das ist wie so ein privates Coaching letztendlich, ja, was ja in deinem Kopf stattfindet. Und auf einmal brechen diese Grenzen auch durch. Ne? Das ist ja auch, das ist auch der Ansatz, wenn du erstmal die Erkenntnis gewonnen hast, dass es auch so ist und dass dir was bringt, dass du aus den Fehlern anderer lernen kannst, dass du manchmal, es ist ja scheißegal, wie lang die Geschichte ist und wie viele Ideen da drin sind. Wenn du aus einer Idee was mitnimmst und dann sagst, ey, ich mach das jetzt, das kann dein ganzes Leben verändern, das ist Butterfly-Effekt sozusagen. Ja? Es geht ja nicht darum, dass du jetzt tausende Worte liest oder so und so viele Seiten oder sowas. Es geht wirklich manchmal nur um einen Funken. So, und ja, also es ist einfach genial. Also der Wert von Büchern und dafür, dass die Bücher ja fast nichts kosten auch noch, ja. Finde ich super. Ich bin auch jemand, ich lese nicht digital. Ich brauche ein Buch in der Hand. Ich kann dieses auf dem Dingsbumster iPad, ich habe es probiert. Das ist für mich fühlt sich nur an, ich habe ein Buch. Und weißt du, das Geile ist, wenn du das Buch gelesen hast und du schiebst es in dein Regal rein, du hast es gelesen. Das finde ich geil, weil auf dem iPad hast du es halt gelesen, aber irgendwie, ich habe nichts in der Hand. Ich brauche immer so ein Buch, wo ich in die Hand nehmen kann, wo ich umblättern kann, wo ich Eselsohren reinmachen kann, wo ich mit dem Textmarker dann rumkritzeln kann. Das ist das, was ich brauche. Das ist, ich hätte es nie gedacht, aber es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, Bücher zu lesen und vor allem halt auch während des Buchlesens befindest du dich auch in der Achtsamkeit. Und in dem Moment, wenn ein Buch gut ist, fesselt dich das so, dass du im Text bist und dass du alles außenrum vergisst. Mhm. Auch eine Art von Meditation, halt eine andere Art von Meditation. Dass das Gehirn Unitask ist. Und wenn du mal ein Buch liest, dann kümmert sich das Gehirn eben nur um das Buch, nicht um die Freunde, nicht um die Kinder, nicht um den Kunden, nicht um was weiß ich was, sondern nur eben nur um eins. Deswegen guter Einstieg auch, um entspannt zu werden. Unter Voraussetzung, dass es das richtige Buch ist natürlich. Ne? Weil es gibt auch Bücher, die muss ich schon weglegen. Ich habe jetzt keins genau im Schirm, was es war, aber wenn ich mir sage, nee, es war eine Empfehlung von jemandem, aber nach 30 Zeilen sagst du, nee, also wirklich nicht. Das ist jetzt irgendwie. Ja, also ich habe auch eine Empfehlungsliste mit 50 Büchern in 5 verschiedenen Kategorien. Also 10 Bücher je Kategorie. Wer jetzt sozusagen da noch ganz neu unterwegs ist und sich orientieren will, kann da mal gucken. Kann ich dir nochmal einen Link geben zu der Liste? Einfach so, weil ich werde ja auch immer wieder nach Büchern gefragt und so weiter. Da ist es halt sehr gut sortiert, je nachdem, was man gerade will. Ja, also Business oder Mindset oder Körper oder auch Führungskraft oder so, ja. Das sind ja unterschiedliche Blicke auf den Tisch, sag ich mal. Das kannst du auf jeden Fall, Liste kannst du mal rüberschicken, die können wir unten in den Shownotes reinhängen. Da können die Leute mal reingucken. Sehr, sehr,
Lieber Dave, ich habe jetzt nur noch ein paar Minuten, da kommt der nächste Gast sozusagen, beziehungsweise kein Gast, sondern mein Kunde, mit dem ich da hinten in dieser Bullenhitze heute ein bisschen Gymnastik machen werde. Was ihn nicht freut, hat mir nämlich schon geschrieben, ob wir heute ausfallen lassen könnten. Da habe ich gesagt, nee, das können wir nicht ausfallen lassen, sondern wir machen das heute. Und deswegen vielleicht noch abschließende Worte. Erstmal wieder sehr, sehr spannend mit dir, so wie das letzte Mal auch. Super spannend. Ich habe noch eine Frage. Und zwar da hinten der Hahn, der nervt mich schon die ganze Zeit. Da denke ich mir schon die ganze Zeit drüber nach. Was hat er zu bedeuten? Was ist das für ein Typ? Der Hahn, das ist der kräht, aber legt keine Eier. Ah. Das ist der Schnacker. Ah, okay, cool. Da wäre ich drauf gekommen. Dann komm, mach mal weiter. Was ist die Spinne? Die Spinne, die kann alles und die macht alles, aber die macht alles alleine. Ah, okay. Das ist der Solopreneur und immer eine Alarmbereitschaft. Wenn jemand ins Netz tritt, dann hat sie entweder Angst oder sie greift an. Okay. Ja, also die Spinne braucht eigentlich auch weitere Leute im Team. Ja, du brennst irgendwann durch. Ein großer Fehler, den viele machen, die halt ein Unternehmen nur um sich selbst herum bauen. Und ich kenne Agenturen, die 50 Mitarbeiter haben. Und wenn der Chef nicht da ist, dann ist es wie ein kopfloser, ja, wie ein kopfloses Tier. Der kann im Urlaub nicht nach 2 Wochen, ohne dass ihn jeden Tag einer anruft, verbringen. Und dann das ist natürlich tödlich. Ja? Deswegen, man muss in Prozessen denken. Und jeder kennt dann irgendwie diese Leute dann auch. Ja? Jeder kennt eine Spinne, jeder kennt einen Maulwurf, eine Seegurke. Man erkennt sich ja auch selber dann irgendwann mal. Noch habe ich mich nicht, ein Teil habe ich schon erkannt. Und was macht die Gurke? Was macht die Gurke? Die Seegurke ist der Planer. Der Perfektionist. Karteikarten, alles aufschreiben, vorbereiten. Die so lange darüber reden, wie die Farbe aussehen soll der Internetseite, obwohl sie niemals online geht, so ungefähr. Ja, auch tragisch. Was ist der Stein? Der Stein, der ist der, der macht nichts. Okay. Der macht leider aber niemals irgendwas. Leider. Okay. Und der oben drüber, das Männchen mit dem Hut? Das ist der Imker. Und der Imker, das ist für mich der Inbegriff des Machers, der macht nämlich nicht alles alleine, sondern der schafft die Rahmenbedingungen, räumt die Hindernisse aus dem Weg und lässt die Bienen dann machen. Okay. Und so kann er nämlich auch skalieren und kann 150 Bienenvölker haben. Und im Bienenstock an sich, da herrscht vielleicht Chaos und er sagt sich, Mensch, das ist ja unordentlich bei euch, aber das geht ihm eigentlich nichts an, sondern er kontrolliert den Honig. Ja, und der. Aber ansonsten kümmert er sich wirklich um die Rahmenbedingungen. Ja? Und das ist es nach dem Spruch, dem abgedroschenen Spruch, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Also das heißt einfach, arbeite wie ein Imker. Ja, sehr ganz cool. Einfach zu merken. Alles kann man sich alles richtig gut merken und der Maulwurf ist der Macher, der fängt ohne Plan an, legt gleich los. Der Aktionist, manchmal der blinde Aktionist. Ne? Deswegen, der Maulwurf ist ja ein bisschen blind. Ändert sich ja auch ein bisschen in verschiedenen Aspekten, muss ich sagen. Das ist dynamisch und das ist auch nicht so, dass es jetzt für immer so sein muss. Ja, wenn man jetzt sagt, oh ja, stimmt, ich will woanders hin, ne, dann entweder hol dir jemanden, der das gegenüber ist oder versuch dich dahin zu verwandeln, ja, oder zu schreiten. Ja, und also... Sensationell, sehr geil. Also man kann, das kann gut nachvollziehen, auch die Tiere gut rausgesucht, das lässt sich gut verankern, bildhaft in der Birne, auch das mit Imker ist hervorragend gemacht, sehr, sehr geil. Mein Papa ist auch sogar noch Imker. Perfekt. Ja. Dann hast du eine besonderes gute Verknüpfung. Er ist ein Leben, ist definitiv nicht, sondern er ist die Spinne. Mein Vater ist eindeutig die Spinne. Krass, schön, cool. Dave. Ich war auch mal eine Spinne und war, das ist auch ein Kontrollfreak. Ne? Also ich war ein sehr großer Kontrollfreak, habe richtig Angst gehabt, überhaupt irgendwas abzugeben. Das sind Sachen, habe ich auch in meinem Buch auch erwähnt. Ja, das bremst einen auch und es macht einen auch fertig, ja, wenn du die ganze Zeit den anderen Leuten nicht vertraust. Du musst manchmal die Zügel noch lockerer lassen. Ja, da hatte ich, das habe ich auch seit 2 Jahren gelernt. Ich war vorher auch Spinne-Maulwurf, die Kombination. Und zwischenzeitlich habe ich auch schon einiges gelernt und es ist aber manchmal gar nicht so einfach, über den eigenen Schatten zu springen, weil diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, es steckt ja immer eine Angst dahinter. Es ist immer eine Angst, eine Verlustangst, immer Ängste dahinter. Wir haben ja schon als Kind, haben wir ja die schon ganz früh eingeprägt, Ängste. Ängste sind ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, denn wenn es keine Angst gäbe, würden wir vom 10. Stock runterspringen und die Hände auf die Herdplatte legen. Aber das Problem ist halt, dass Ängste manchmal einen beherrschen. Und die wieder loszuwerden, diese Ängste und dieses entspannte, ja, raus davon keine Angst haben, das ist für jeden Menschen auch ein Stück eine Herausforderung. Das ist auch für mich immer in meinem Coaching die Herausforderung, den Menschen die Ängste zu nehmen.
Aber ja. Großes Thema. Da haben Witter, glaube ich, einen Teil dazu beigetragen, dass es weniger Ängste gibt. Und deswegen war wieder sensationell mit dir, Dave. Wenn wir jetzt nicht aufhören würden, würden wir in 2 Stunden noch quatschen. Aber wir können ja, wir lassen das aber weg, sondern einfach irgendwann nochmal einen machen. Vielleicht nochmal einen für dich. Und wir finden da sicherlich immer Themen, über die wir reden können. Andreas, liebend gern. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Und ich freue mich dann auch, dir einfach auch meine Ergebnisse weiterhin dich auf dem Laufenden zu halten. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und ja, wir sind ja nicht weit auseinander. Also ich könnte ja jederzeit mal nach Karlsruhe kommen. Ne? Wo bist du eigentlich genau? Mannheim. In Mannheim? Mannheim. Und du sprichst gar kein Mannheimerisch. Warum nicht? Ja, ich bin ja geborener Berliner, aufgewachsener Hamburger, 6 Jahre Köln und jetzt seit knapp 2 Jahren Mannheim. Da, das schwierige Mannheim. Ja, ich weiß, ich kann die manchmal verstehen, die Pfälzer hier, aber... Kurze Geschichte noch zu Mannheim. Ich war früher im Außendienst. Ich habe immer Sportbekleidung verkauft, Nahrungsergänzung. Da war ich in Mannheim im Ring 7. Gibt's einen Ring? Da gibt es irgendeinen Ring oder so eine Bezeichnung mit irgendwelchen Nummern. Da bin ich vorgefahren in meinem und dann habe ich das Auto abgestellt, gehe rein und da hat schon mein Kollege gesagt, du, das Mannheim ist schon ein bisschen spannend so. Ich lasse dich einfach mal machen. Bin reingekommen und denke, ups, bin ich hier. Das war so ein Fitnessstudio, aber mit Bar drin. Mit Barpuppern, die so aus Plastik waren, mit so Glitter drauf. Und denke, das sieht ja aus wie ein Puff. Was ist denn los? Dann war das tatsächlich früher mal ein Puff und dann ein Fitnessstudio draus gemacht. Irgendwann war auch noch ein Puff. Und dann hat, was sehr, aber die Menschen waren sehr lustig. Dann war ich drin, das sagt die Tante da, sagt, hast du das Auto abgeschlossen? Ich sage, nee, warum? Dann sag ich, geh mal schnell raus, schließ das Auto ab. Sonst ist ja nichts mehr da. Dann sage ich, wie? Sag, geh raus, schließ das Auto ab. Das Auto abgeschlossen, sag ich, sein. Nee, das kannst du eine Säule stehen lassen. Da hast du ja nichts mehr drin. Ich sage, das ist normal, du bist ein Mann. Aber es waren vom Herzen her ganz super sympathische Menschen. Ich habe mich da kaputt gelacht in dem Studio. Auch noch eine kleine Geschichte. Weißt du, was ein Kehrwisch ist? So ein Handfeger. Ah, okay. Ja. Wenn du den Handfeger anguckst, da sind ja die Borsten so drin, okay? Und mein Kollege hat gesagt, du, wenn du den Besitzer von dem Fitnessstudio siehst, du lachst bitte nicht. Ich sage, warum? Er hat gesagt, ich sage nichts dazu, du lachst nicht. Lach bloß nicht. Also, was will der von mir? Ich komme rein, dann hat sie den Chef geholt und dann wusste ich, was er meinte. Weil er hat nur als Stichwort gesagt, Kehrwisch. Und zu der Zeit, das müsste schon 25 Jahre zurückliegen, da waren die Haartransplantationen noch ziemlich neu. Also, In dem Kehrwisch, weißt du, wo in ein Loch so 5 Haare rauskommen. Und so hat es auf seiner Birne ausgesehen. Und ich bin da gesagt, nicht lachen, nicht lachen. Nicht lachen, aber ich habe die ganze Zeit dieses doofe Bild vom Kehrwisch im Kopf gehabt. Und nicht lachen, das war mein Erlebnis in Mannheim. Aber Mannheim fand ich sehr geil. Also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, glaube ich, hier. Aber ja, also komm gerne vorbei. Entweder wir treffen uns in Mannheim oder ich komme nach Karlsruhe. Gar kein Thema. Freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch sehr auf den nächsten Austausch mit dir. Und wir noch mal ein paar mehr Anekdoten auch besprechen. Herzliche Grüße nach Mannheim und bis bald. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao.